Abt Martin erzählt und er weiß von nichts. Martin, Martin, einmal bitte auf die Tanzfläche kommen, Martin. Wir haben noch eine kleine Überraschung für dich. Wo ist der kleine Stiefel? Kannst du das nicht auf weiß machen? Geht das? So kannst du wieder angehen. Sehr geil. Komm, Martin. Geht los, jetzt kommt er was. Wir kennen ja alle Martens. Martin ist ja ein netter Typ, aber Martin baut auch um. Und Martin hat ja nicht das Geld dazu, um sich irgendwas selber zu leisten. Das haben wir gedacht. Wir schenken ihm ein Klo, weil so ein Klo kannst du immer gebrauchen. Das einzige Problem bei dem Klo ist... Tritt mal näher, mach mal auf. Mach mal den Deckel hoch. Ja, mach auf, trau dich. Das ist kein normales Klo. Das ist ein gespicktes Klo und wir wollten keinen Löffel holen, weil du kannst es ja mit deinen großen Händen alleine rauspulen, was du ich möchtest. Ich würde mal sagen, Krempel hoch. Und nein, das ist von, ich kann die Namen nicht alle aufzählen, aber hier steht ja drauf, hier steht ja drauf, Nuckelgang. Dann weißt du, wer gemeint ist. Ja, okay. Hat auch jeder was reingemacht. Das haben alle, die sich hier verewigt haben, haben irgendwas da reingetan. Okay. Und wer sich weiterhin verewigen möchte, kann sich bei meinem Bruder gegen den Rito von einem ganz geringen Entgelt den Edding borgen und kann ihn draufschreiben. Gut. Also bis jetzt sind über 300 Euro drin, du müsstest es... Nein, das reicht, das reicht nicht mehr. 300 Euro sind in Kleingeld drin. Und da stecken noch so kleine, vereinzelte Scheine drin. Es sind so knapp. Kleingeld 300 Euro. Kleingeld ist 300 Euro. Ich sehe selber noch 420er, also 380. Ja. Bedingung ist, du musst mit dem Mund raus. Und du darfst die Hände mit. Vielleicht kann er das fürs nächste. Vielleicht haben wir auch zusammengelegt. Ich mag kein Zartbitter. Kannst du noch einen mehr aufklappen, da hast du mehr Platz. Und rein damit! Rein damit! Ja. Ich bin ja käuflich, ne? Du bist bis hier rein. Da hinten auch noch ein Wohnwagen für Heiz. Mit Herz. Haben wir den bezahlt? Das reicht nur fürs Klo. Genieß es. Du hast jetzt 10 Euro liegen, da sind doch 300 drin, ne? Du solltest ein bisschen schneller arbeiten. Vielleicht mal schneller. Jetzt arbeite mal so wie deine Angestellten, hau rein da. Du musst mal irgendwas holen, wo ich das reinziehen kann. Aber es gibt keinen Löffel. Rein mit den Händen. Was passiert denn? Falco! Lass ihn aufziehen! Falco! Eine Ewigkeit später. Mach mit rein mit dem Ich finde, das ist total scheiße. Oh, tatsächlich. Irgendwann später. Schön sauber machen. Yo! Drei Stunden später. Denkst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder auf. Oh, schönen Dank. Von uns Fahrern. Und damit du dann auch was in deinem Büro hängen kannst. Ne? Das neue Büro, ein neues Bild. Oh, super, danke schön. Moment. Da weiß ich auch mal, warum ich jetzt nicht auf dem Hof. Genau. Deswegen hat es ein Hofverbot. Ich komme dann auch regelmäßig gucken, wo die meisten Einkaufsmärkte von den Darmfeilen sind. Genau. Auf die nächsten 10. Ja. Auf die nächsten. Den Haken muss selber an die Wand machen. Okay, gut. Das machen wir nicht. Aber ich dachte mal, denken, ne? Du sollst zwei machen. Du weißt ja, da hast du gute Angestellte, die helfen mir auch gerne beim Löcherbohren. Ich nehme das mal kurz ab. Du musst aber zwei machen. Hast du? Alter, da dann. Ja, muss ich noch so einzeln. Weil es noch eine Wand frei ist. Ja, haben wir genug von. Dankeschön.
Auf die nächsten 10, die doch oder so mit uns aushelfen. Glückwunsch! Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob das in keinem sein Interesse ist. Ist mir auch fast egal. Wie soll ich sagen? Die Nacht war scheiße. In ganz kurzen Worten gefasst. Ich habe ein Déjà-vu. Ich bin gestern Abend schon einmal wach geworden und dachte mir, alter Mann, das kann nicht wahr sein. Wieso steht dieser verdammte Iveco vor mir? Ich komme mir vor wie in der Woche, wenn die Polen vor mir parken. Ja, war jetzt genauso. Bis auf, dass da noch so ungefähr 15 Leute vor der Tür stehen. Auch nochmal einen recht herzlichen Dank an Christopher Wack. Der hat mich nämlich schön wach gemacht, indem man vor die Tür klopft. Ich zeige euch das mal kurz. Moment. So. Das ist einmal der Iveco. Hier, so parkt man. Macht man einfach so. Herr Wolf. So, und da um die Ecke, da stehen sie alle. Da sind sie. Hä? Finde ich nicht gut, sowas. Schön am Brötchen futtern, Kaffee trinken. Merkt ihr den Unterschied? Die sind fit, ich nicht. Kleine blaue Hunde-Babys. Ich bin ein Guten Morgen! Ich nehme mal Falco seine Actioncam, wa? Ich bin ein Gänseblümchen. Guten Morgen. In meiner Welt. Wir müssen. Mann, ich zieh's doch an. Ausziehen. Sechs! Ja! Ist das kalt. Aber ey, jetzt war ohne Scheiß, das Material haben wir, ne? Ja, haben wir. Ich werde morgen noch zittern. Sag mal, wer muss von euch heute fahren? Hier. Kannst du dir was anziehen? Ja, du musst das auch anziehen. Der Wille ist da. Na, was ist das eigentlich? So, der Körper nimmt sich, was er braucht, und den Rest hängt er am Gürtel, ne?
Wir sollten nur ein bisschen Suche machen. Hansen hatte die Anlage bis zum Anschlag und irgendeiner hat von seinem Leichen angerufen. Habe ich mich vor den gemault oder was? Nee, vor allen anderen. Ich hab dich genau geguckt. Das hat gar keiner geguckt. Du hast gepöbelt. Aber du hattest auf jeden Fall deine Mütze auf, du hast sie von deiner besten Seite gezeigt. Super. Frühstück. Vor der Kamera, also mit dem Wind drin. Das wird die krankeste Folge ohne Mochst du wurscht. Liebe Community, nehmt euch bei mir kein Beispiel. Was auch immer passiert ist, ich war es nicht. Aber es gibt Zeugen. Genug. Genug. Daniel, du hast geschlafen. Nee, nicht immer. Ich bin auch mal zum Klo. Also Leute, ich höre hier gerade die wildesten Geschichten. Ich habe die Hotelchef, aber ich darf wiederkommen. Zum Entschuldigen. Ich bin vor der Polizei ein bisschen hingefallen. Bodenwellen. Ich hab keine Ahnung. Hast dich gewundert, warum auf der Straße Autos fahren? Alter, du hast die Hotelchefin? Was? Angerufen. Geduzt, Mensch. Ach so. Es war ein lustiger Abend, oder? Oder? Ja. Ich auf jeden Fall. Ja. Ja. Mit dir hätten wir Spaß gemacht. Ja, super. Hätten wir alle so viel Spaß gehabt wie du. Das Geile ist, ich wache auf, werde geweckt durch so einen Rückenkrauler, wache so auf, stehe erstmal, wo ist denn Falco? Wo ist denn Falco? Da, nee, ja doch, da. Guck mal, da hinten kommt Falco. Steht Falco neben mir, also weckt mich auf, war sehr zärtlich, der Mann. Ja. Du hast mich geweckt. Ja, war ein schöner Anblick da. Oh, oh, oh. Ich weiß nicht zu erzählen, dass du nackt geschlafen hast, ne? Eigentlich schlafe ich immer nackt. Ich hab's gesehen, ja. Ja, so. Genau. Das Geile ist, Leute, ihr müsst wissen, normalerweise kommt ja keiner in ein Hotelzimmer rein. Er besorgt sich einen Generalschlüssel, steht neben mir, kraut mir den Rücken, ich wache auf, sehe den Bärtigen neben mir. So, und ich hatte eigentlich einen weißen... Mach mal das Bild hier von dem... Mach mal nochmal! Ey, kommt der Busbau! Warum stachelt er das Bild, ne? Und normalerweise hatte ich einen weißen Pullover an, den hatte ich aber nicht mehr an und wusste gar nicht, wo kommt die Jacke her, wo ist der Pullover hin. Den Pullover haben wir gefunden, ich muss einen Pullover jetzt bezahlen. Mike, es tut mir so leid. Alles gut. Wo war der eigentlich? Wir lachen im Zelt. Ja. Ich weiß nicht, wie ich rübergekommen bin, keine Ahnung. Der Pullover? Ja, ey, so eine Sonne höher, der hat die Lumpen gekauft. Also Leute, lasst uns das Video machen wir jetzt, also das ist jetzt der Punkt, wir beenden jetzt das Video, Leute. Weil ich glaube, es ist besser, irgendwann mal aufzuhören. Es war lustig. Ich freue mich, alle wiedergesehen zu haben. Es tut mir so leid. Ich bin ein bisschen abgestürzt. Ziel erreicht. Hochachtung. Ziel erreicht. Wir so sind wir stolz drauf. Aber die Polizisten waren nett, ne? Die waren nett, oder? Ja. Bis auf die Knarre in deiner Tasche. Ja, ich sollte eine Knarre in der Tasche. Also hier so ein Selfie-Stick, da haben die gedacht, habe ich gerade gehört. Ich weiß nichts. Leute! Alter, er wedelt ja die ganze Zeit mit rum. Der Bulle so. Ohne Scheiß, guckt der Typ an so und er so. Hä? Also Leute, das Video endet jetzt hier. Ihr müsst auf jeden Fall Daumen nach oben lassen. Das Video teilen, Kommentar da lassen, würde mich freuen. Ich habe dieses Jahr für einen Spaß gesorgt. Also wieder einschalten bei GTD. Danke euch fürs Zuschalten. Tschüss. So, jetzt winkt noch mal alles schön. Genau. Aber nicht so gezwungen. Auch Weltmeister in Winken. Ne? Ach hier, Daniel auch noch. Wenn du das schnell machst, bekommen wir Laola hin. Warte mal, hier noch mal. Von da. Läuft.